Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, von der Mustang 302 GmbH. Heute geht es auch wieder um einen Mustang, den ich euch zeigen möchte und euch ein paar Dinge erläutern möchte zu diesem Fahrzeug. Wir sehen hier einen Mustang Cabrio, natürlich mit V8 Motor, und zwar in absoluter Vollausstattung. Was heißt das? Wir haben hier seit diesem Jahr die Möglichkeit, den Mustang zu kombinieren. Das heißt, wir können das GT Performance Paket mit dem California Special kombinieren. Wir können beides in ein Fahrzeug packen und haben so zum einen die Vorteile des California Special, die besonderen Akzente, und kombinieren das mit der Performance des GT Performance Paket. Und so haben wir das bei diesem Fahrzeug hier gemacht und sehen im ersten Moment die Front des Fahrzeugs. Wir haben einen cleanen Kühlergrill bei dieser Konfiguration und Ford hat hier vorne das Pony-Logo, was beim California Special auf der linken Seite zu finden war, aus Fahrersicht ersetzt durch das GTCS-Symbol. Ansonsten, hier in der Mitte ist kein Pony zu finden. Der Kühlergrill sieht mit diesem Wabenmuster so aus. Ansonsten von der Konfiguration her haben wir uns für die Farbe Cyber Orange entschieden. Cyber Orange ist eine wirklich schöne Farbe und finde ich passt auch gut zu einem Cabrio, das man vorzugsweise im Sommer bewegt. Und deswegen finde ich, ist die Farbe sehr passend. Auch weil man hier viel machen kann, zum Beispiel mit schwarzen Akzenten. Und ich würde sagen, die Details schauen wir uns mal genauer an. So, wir schauen uns die Felgen an, dieses Mustangs, und hier haben wir natürlich schwarze Felgen genommen, weil wir finden, dass diese Kombi hier, wie angesprochen, orange und schwarz sehr gut harmoniert. Wir haben vorne eine 20 Zoll Felge verbaut, 20x10 vorne, 20x11 hinten und vorne auf einem 265er Reifen und hinten ein 295er Reifen. Grundsätzlich haben wir uns hier für einen Reifen entschieden, der auch ein sehr schönes Profil hat. Also wir überlegen immer ein bisschen, wie sieht der Reifen aus. Das ist uns relativ wichtig und machen nicht irgendeinen x-beliebigen Reifen drauf, sondern ich finde schon, er muss einfach auch von der Profiloptik her passen. Dementsprechend haben wir diese Kombination hier gewählt und ich finde die Felge sowieso, die Gesamtoptik, sehr, sehr stimmig. Dann haben wir im Heck des Fahrzeugs noch die ein oder andere Besonderheit, und zwar zum einen unser GTCS-Streifen, der hier neu ist, den es so auch nur mit dem California Special Paket gibt, und zusätzlich unsere seitlichen Blenden bzw. Einlässe, auch die sind nur beim California Special vorhanden. So, dann schauen wir uns noch den Innenraum an, das California Special. Und hier sehen wir zunächst die wunderschönen Sitze mit den roten Akzentnähten in Kombination mit diesem speziellen Mycosuit Sitzüberzug. Ein spezielles und sehr hochwertiges Material, und diesen Sitzüberzug gibt es nur als California Special. Ansonsten auch in den Türen hier nochmal die hochwertigen Inlays, Alcantara Inserts, die hier zum Einsatz kommen, und die Details, die wir nur beim California Special wiederfinden. Ansonsten ist der Innenraum normal. Wir haben die 10-Stufen-Automatik an der Stelle, unsere zusätzlichen Instrumentenanzeigen, die es nur als US-Version gibt. Alles in allem ein sehr schönes und hochwertiges Cabrio. So, wir schauen uns das Heck des Fahrzeugs an und wir sehen zum einen unsere original US-Heckleuchten in Rot inklusive sequentiellen Blinken, und hier an der Blende gibt es auch eine kleine Neuerung.
Wir hatten vorher ungefähr hier den California Special Schriftzug. Das hat Ford jetzt auch minimal angepasst. Und zwar haben wir jetzt hier diesen Aufsatz. Zum einen steht hier GTCS und zum anderen steht hier oben nochmal California und hier unten Special. Wie ich finde, ein sehr schönes Emblem, auch mit einem gewissen Wiedererkennungswert. Ansonsten ist vom hinteren Teil des Fahrzeugs alles gleich geblieben. Wir haben jetzt hier zusätzlich noch, ich denke, man kann es im Video möglicherweise nicht ganz so gut erkennen, schwarze Auspuffblenden draufgesteckt. Und dadurch wirken die Endrohre noch einmal etwas massiver und es sieht einfach noch mal ein bisschen besser aus in schwarz-matt. So, das war es auch schon wieder mit diesem kleinen Zwischenvideo. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, darüber würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Und seid gespannt auf die nächsten Videos, dann auch wieder draußen. Und bis dahin, macht es gut. Servus.